Eine Frage habe ich dann doch noch. Ihr habt von eurem Sponsor Swatch, letzte Woche wurde die neue Uhr rausgelassen auf den Markt. Und ihr habt auch schon die olympische Version davon, die die Aktivitäten und alles misst. Das motiviert noch. Welche Power und welche Fan-Rank ist es da gegangen? Ich habe gesehen, Deutschland war noch vor Österreich letzte Woche, hatte wohl mit dem Fußball bei der Ja, Auswahl. das wird sich schnell wieder ändern. Also wir betteln uns immer im Training, wer härter angreifen kann. In Klagenfurt, glaube ich, wenn dann wirklich viele Zuschauer die Uhr auch haben, werden sie sich betteln mit der Laola und mit den Claps und was es auch alles so gibt. Ist einfach ein lustiges Gimmick, um zu sehen, wie vielseitig unser Sport ist, was man da alles machen kann und eher halt was für Hobbysportler, um zu sehen in der Beachvolleyball-Community, wie hart kann jemand schlagen und da einfach versuchen, immer der Erste zu sein. Aber bei uns ist es ganz gleich. Aber es ist ja auch gut für die Fans, dass sie dann noch einen Ansporn haben, wenn sie eh sich schon die Finger wund klatschen, euch noch anzufeuern. Danke euch, viel Erfolg in Rio und natürlich auch bei allen anderen Turnieren noch. Und dann sehen wir uns in Rio wieder. Dankeschön. Danke sehr. Danke. 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 Danke.